ich meine, das, was ich auch gelernt habe und was die vorige Generation gelernt hat, das ist die Energie in der ganzen, in diesem Teil, das hier, da in diesen Muskeln und die Entspannung und das absolute Lockersein mit dem Unterkiefer. Das braucht ja das Publikum eigentlich nicht zu wissen, aber wenn Sie sich schon interessieren. Und dann, das ist eine von den Funktionen und dann eben die Führung mit diesen Muskeln hier, ja. Und dann dieses berühmte Aushaken, das ist auch nicht, alles nicht meine Erfindung, denken Sie gar nicht, dass ich das erfunden habe. Ich habe nur so gesungen. Können Sie das gerade mal erläutern, wie Sie... Das, das da, dieses Aushaken, ja. Ausrenken. Ja. Ja, mit Ton, wie geht das? Nein, mit Ton, um Gottes Willen, lassen Sie mich nur nicht in... Nein, das hören Sie ja an den Sängern, was dann passiert, wenn Sie es nicht machen. Und für die meisten ist es sehr schwer, das einmal wirklich zu tun. Die denken, ja, wir tun doch schon. Und das hat mit dem Mund aufmachen gar nichts zu tun. Es ist dieses hier, Platz geben. Was passiert über da? Die si apre la gola, man öffnet die Kehle. Man macht einen zusätzlichen offenen Raum direkt über dem Kehlkopf eigentlich. Aber bitte, ich bin doch kein Arzt oder kein Chirurg. Das muss ich Ihnen ja nicht erklären. Aber Sie können es vormachen. Ich kann es vormachen, aber das ist nicht der Sinn der Sache. Der Sinn der Sache ist, dass man den Klang hören lernt, der dann passiert. Und auf diesem selben Wege kommt man auch in die Kopfstimme. Und wenn man das nicht macht, kommt man nicht in die Kopfstimme. Da kann man noch so herumturnen. Es geht nicht, ne? Kann man sich denn selbst als Sänger hören, wirklich? Im Anfang hört man sich bestimmt nicht. Nein. Und die heutige Generation hat große Schwierigkeiten mit dem sich selbst hören, weil sie eben alle Hilfsmittel haben, mit den Kassetten mit allem, und denken, da ist die Stimme drauf. Die Stimme ist, die singen tut man mit den Ohren.